Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharao-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Nicht schlecht. Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Wo ist denn eine Couch? Nee. Die sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Ach, jetzt. So, noch irgendwo was? Da. Das ist aber voll die krasse Scheiße und so. Ja, ist gut. Also das mit dem Gaia und so, finde ich mal voll cool. Habe ich Gollum gehört? Sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal. Und du meinst, dass du ausgesehen da den Herr der Ringe da rein dein komisches Nokia-Headset-Phone-Dings eingespeichert hat? Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsiert. Eindringling! Hi! Hallo! Nicht mit mir, Kollegen! Alter! Die sind ja ganz schön böse. Ja, vielleicht stellst du dir erstmal ein paar Bomben her. Noch eine? Schieß euch alle ins Nirvana! Oh. Da hat er sich wohl doch gezeigt, ne? Da dachte er erst so, ja, du siehst mich nicht, du kleine Pussy. Da ist auf jeden Fall in diesen Seitenräumen noch viel ja. Shit. So, schauen wir mal. Da ist was. Da ist eine Halbpflanze. So. Eine Vorratskiste. Na dann. Ja, Loh und Metallgefäße sind gut. Ja, ja. Nie zu gut vorbereitet kann man immer gebrauchen. Da liegen ein paar Wumm. Ja, geschissen. Trau ich nicht. 104. Ja, das läuft. Nö, lass mich da frei. Wieso geht da nichts? Weiß nicht. Geht da was? Ne, irgendwo muss da noch was sein. Da hinten, oder? Mhm. Ah, da ist noch ein Raum. Okay. Wie versteckelt. So. Und jetzt? Jetzt da durch, wo die rausgekommen sind. Da. Mhm. Ah ja. Da, wo der Marker zeigt. Macht Sinn. Da ist ein Bild. Man kann nie wissen, wann man das genau braucht. Das stimmt allerdings. In dem Bäumchen war... Ah, da musst du Kötchen eingeben. Ja, fängt das wieder an. Und irgendwo müssen wir. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Oh, da geht's aber ab. Ja. So, links. Hoch. Hoch. Und dann links. Was? Links, ja. Runter. Und dann glaube ich einmal rechts. Also. Das letzte weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Rechts. Ja, rechts. Geschafft. Nummer uno. Ja. Ich sollte die Tür da überprüfen. Da geht nichts, oder was? Da fehlt eine Energiezelle, kann das sein? Drück mal da drauf oder so. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Ja, das ist halt gesperrt, weil da ein so ein Ding fehlt. Ja, da fehlt eine Energiezelle oder sowas. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falschrum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Aha, wo finde ich den? Wahrscheinlich da hinten drin oder sowas. Oder? Irgendwo im Lager halt. Wo ist das Lager? Müsste er ja dir theoretisch eigentlich anzeigen, oder? Nee, der zeigt mir dann. Weil er hat ja Nummer 1 und Nummer 2. Wegpunkt hatte dir ja gezeigt, weißt du? Echt? Mhm. Er hat ja jetzt 2 Wegpunkte gesetzt. Siehst du, rechts ist 2. Auf der Map jetzt. Genau da. In die Richtung, wo du schaust. Und wie komme ich da hin? Wahrscheinlich hier lang. Ich dachte eigentlich auch hier lang, aber. Nicht wirklich.
vielleicht aus diesem Räumchen raus und dann wieder zurück. Holy shit, das ist ja richtig anstrengend hier. Das artet ja an Arbeit aus. Wo ist der Marker? Also ich gehe mal davon aus, dass ich da hin muss. Gefängnistrakt nicht zugänglich. Scheint irgendwie nicht so. Nee. Hä? Aber da gab's auch eine Map, oder? Ja, schon. Hä? Muss ah! Ich? Du kannst wahrscheinlich dann außen rum und dann oben durch die Tür, da ist wahrscheinlich die Tür jetzt aufgegangen, wo du vorher nicht durch konntest. Und da kommst du dann hinten ins Lager rein. Also wieder zurück? Ja. Vermute ich jetzt mal. Da, wo ich vorhin eigentlich durch wollte. Genau, da, wo du vorhin durch wolltest, wo die Tür zu war. Ja. Also... Ja, bei diesen drei Hackfressen. Nee, die ist... Also noch mal da rein, wo dieses Ding war? Also nicht hier. Nee. Weil da ging's ja noch außen rum, weißt? Menno! Also jetzt nach links. Genau, und dann rechts. Da. Ah ja. Weil die ist jetzt offen und dann kommst du theoretisch ins Ding und dann machst du den anderen Code und dann geht die Tür hinten auf. Denke ich mal. Ja, du hast recht. Ah, da musst du durchkriegen. Und da hinten liegt er. Aufnehmen. Also, sieht intakt aus. Na dann, voll die Rätsel hier lösen. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich jetzt tot gewesen. Nein, selbst du wärst da nicht gestorben. Doch, doch, auf jeden Fall. So, installieren. Weißt du, sonst musst du immer links drücken, Dreieck, und jetzt musst du einmal Viereck. So, oben links. Oben links. Unten rechts. Unten. Rechts und oben. Das sollte schon funktionieren. Ja. Nicht? Oben, links, runter. Rechts. Ah, der hat doch gesagt, dass jetzt alles andersrum funktioniert. Ah. Also runter, runter, rechts. Rechts. Da bin ich mal gespannt. Dann hoch. Dann links. Und dann runter. Ja. Wehe, das funktioniert nicht. Hä? Warum nicht? Weiß nicht. Nochmal. Hoch, links. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falschrum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Hä? Oder von hinten? Ah! Doch, das könnte sein, dass du den Code richtig eingeben musst, aber von hinten. Nerv! Also das muss jetzt funktionieren. Ja, dann weiß ich auch nicht. So, dann links. Das passt. Dann runter. Ja. Dann das passt. Und dann noch das hier. Nach oben. Eigentlich. Also wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch. Sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Oder vielleicht nochmal alles so von links. Nur, dass der mittlere, den wo wir eingesetzt haben, dass der nach unten, nach oben zeigen muss. Nee, das glaube ich nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das wäre der dritte. Ja, ich weiß. Setz hier einfach nochmal auf Anfang. Hä? Kann doch gar nicht sein. So. Jetzt müsste man wissen, was die meinen. Ah! Oder? Was denn? Das Ding ist, du musst das ganze Panel runterdrehen. Siehst du, die Schrift unten steht falsch rum. Das heißt... Runter. Nach unten. Also das muss jetzt aber funktionieren. Nach unten. Links. Dann nach links. Dann nach oben. Mhm.
So, das wäre dann, wenn das rumgedreht wäre, nach rechts. Mhm. Und das letzte wäre dann nach unten. Weil wenn das jetzt dann funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Das war's. Ah. Ach so. So. Mal sehen, was dahinter ist. Ging ja schon wieder ewig jetzt hier. Ja, man muss halt wissen, was die meinen. Wie andersrum, weißt du? Ja. So, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, wieder zurück. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in den einen Raum. Ja, da, wo vorher zu war. Zum Glück ist mir das aufgefallen. Ja. Oh. Hallo. Eclipse, Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Und gerade sagen, das wird nicht vermieden. Die werden weggesprengt. Ja, die haben dich ja noch nicht gesehen. Wo sind sie denn jetzt alle? Er hat ja eh so. Ja. Nicht getroffen, ne? Oh, der macht dich nach. Irgendwie triffst du die nicht. Die haben da voll die Bomben. Halt ich mal gleich. Na, Kollege. Wer bist du denn? Ja, geht's noch? Boah, ich dachte gerade, du willst ihn voll in die Klötze reinballern. Ja. Das funktioniert anscheinend irgendwann. Das ist der Obercheco. Der kriegt das Maul. Der hat ganz schön viele Pfeile stecken. Naja, das geht gleich noch. Olle. Batsch. In die Fresse. So. Oben leben. Da lebt man ja. Ja, der hat der erste Pfeil nicht gezählt. So, jetzt. Da sind noch ein paar. Alter, das fällt ja gar nicht mehr auf. Oh, das ist ja gar keiner. Oh, Headshot. Das ist ja schon wieder so ein Elite-Vogel, ne? Mhm. Aber der greift sich irgendwie nicht an. Du hast ihn geglitscht. Ne, der ist down. Der Vogel ist down. So, da ist noch einer. Oben sind noch zwei Stück. Hä? Ich sehe sie nicht, aber sie treffen mich. Ja, jetzt gehst du mir echt auf die Eier. Ach so. Echt jetzt? Werf doch eine Bombe. Der zündet dich da voll an, hey. Schnulli. Jetzt macht er gar nichts. Das war der letzte. Ja. So. Das sind übrigens kleine Tränke, die du ziehst. Ja, ich weiß, ich habe keine großen mehr. Du hast ja aber dann Medizinpulver. Oh, da kommen noch welche. Echt jetzt? Was? Flieg erstmal weg. Pussy. Schön zwischen die Beine geschoben. Links. Entfessle die Macht des Schattens. Gib dir gleich Macht. Macht gleich gar nichts mehr hier. Penner. Oh, Headshot. Mit der Riesenbombe. Ich schieb ihm gerade recht. Ja. Du musst Gaia finden. Oh, was ist denn das hier für? Nicht so, so amusing Schrott. Ne, gibt's hier noch was? Ne. Ich hab jetzt nichts gesehen. Nee. Da liegt was. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Rechts, da wo du gerade in die Richtung bist. Nur nicht ganz so einfach. Also, geht einfach ewig. Sie bemerkt haben, dass sie nicht alle Robotertechniker sind. Ja, jetzt ist vorbei mit Larifari. In Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht. Bliblablub. Ja, ja. Die soll ruhig mit sich selber reden da hinten.
Wir haben für sowas keine Zeit. Bli bla blub. Aber man sieht sie auf dem Minimap. Oh, da. Da liegt was. Kannst du nicht scannen? Nee. Ah, da muss ich wahrscheinlich rein, oder? Nee. Hä? Ja, vielleicht kommst du von der anderen Seite. Vermutlich. Da gleich rein. Ach so. Ja, hier kommst du. Ah, nee. Doch nicht. Ich glaube, das ist es. Noch weiter. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Warum nicht? Es muss einen Weg hineingeben. Ja, gibt's auch. Such weiter. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Nein. Mehr Gegner. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Also noch keine Gegner. Das wird schon noch kommen. Ja, und der Weg da rein, der wird auch noch sich früher oder später zeigen. Mit Sicherheit. Ich dachte, hier sind Gegner. Hat sie zumindest gesagt.